Beim täglichen Besuchen der Finca wird Iris stürmisch von ihren Hunden empfangen. Ihre Instagram-Follower nimmt die 55-Jährige dabei mit. Ihre zwei Vierbeiner liegen ihr sehr am Herzen. Aktuell frage sie sich häufig, ob sie in ein anderes Haus umziehen solle, in das sie die Hunde mitnehmen könne. Denn der Besuch in der ehemaligen Familienfinca tue immer noch weh. Es ist immer noch ein komisches Gefühl, an den Ort zu kommen, wo wir so glücklich waren, erinnert sich Iris. In der Villa lebt zurzeit ihr Ex-Mann, der sich aktuell in Hamburg aufhält. Doch für sie alleine sei das Grundstück zu groß. Die Finca ist im Nirgendwo, da habe ich echt Schiss. Es wurde schon einmal eingebrochen, erklärt die Reality-TV-Teilnehmerin. Durch ihre Follower kam die 55-Jährige nun auf eine ganz neue Idee. Viele haben mir geschrieben, ich soll eine WG gründen. Die Idee ist gar nicht so schlecht, findet Iris. Dann machen wir so eine Kommune oder so auf. Dann sei sie zumindest nicht allein. Die Mutter dreier Kinder führt aus, also wenn jemand bereit ist und nach Mallorca auswandern möchte, können wir das so machen. Sie stehen noch bis August im Mietvertrag der Finca. Und dann werden wir sehen, erklärt Iris in einer aktuellen Story. Auf die Frage, ob Daniela und ihre Familie nicht mit einziehen wollen, antwortet Iris, Daniela, Lukas und Sophia leben in einer Wohnung, die 45 Kilometer von der Finca weg ist. Dort wollen sie auch bleiben. Fürs Landleben sei nicht jeder geeignet. Die 55-Jährige fühle sich aktuell sehr einsam. Ich bin kein Mensch fürs Alleinesein, erklärt Iris. Früher habe sie ihre Kinder bei sich gehabt und sei noch nie wirklich alleine gewesen. Ich muss mir auch einen Mann suchen und vielleicht kann ich mich auch blitz verlieben, hofft die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin. Andere schaffen das ja auch, sich innerhalb von 3 Tagen zu verlieben, so Iris.